So, wir sind wieder gestärkt. Wir haben eine Nacht in einem wunderbaren Hotel verbracht. Ich kann die Bettwanzen immer noch krabbeln hören. Euer Let's Play Retro und... Euer DSD Steve. Hier bei Eterna, einem Spiel von Calvin aus dem Jahr 2003, in dem wir uns in einem Dungeon befinden, der echt cool angefangen hat, so schön ohne Gegner, aber leider doch irgendwie den ein oder anderen Bosskampf mit sich bringt. Nach rechts, muss immer noch nach Ach, rechts. Ach ja, natürlich. Du musst noch ein Rätsel machen. Die Sache ist, mein Plan war eigentlich, dass wir jetzt irgendwie nochmal einen Bosskampf provozieren und dass wir den machen, solange wir treffen. Nein, da, guck mal, da können wir doch auch unsere HP verlieren. Ich geh jetzt hier lang. Ich bin jetzt neugierig und möchte erstmal hier lang gehen. Abgeschlossen. Die Tür kann durch ein Rätsel geöffnet werden. Ach, verfickte Scheiße nochmal. Ist okay, Steve. Ist es das, was du gewollt hast? Ist es das, was du gewollt hast? Hä? Jetzt gut. Ja, bist du jetzt zufrieden? Bist du noch jetzt... nicht ganz. Ob das jetzt hier von einem Pfeil getroffen wird, ist das heilen. Super. Kann nicht mal. Top. Das hier ist viel schlimmer. Da unten waren wir schon drin, das Optionale ist nur drin. Achso, hier waren nur die Kisten, genau. Ich erinnere mich, nachdem ich im Raum drin war. Damit hast du 5 Gold verschwendet. 5 Gold? Nein, nicht ganz. Okay. Ich benutze jetzt erstmal Massenheilen, man weiß ja nie, was als nächstes passiert. So, okay. Und dann gucken wir uns ja erstmal in diesem Raum um. Oh mein Gott. Warte, Konstantin. Du hast schon irgendwelche Lösungen parat. Genau, wir müssen wieder die zwei. Warte mal. Wieso haben wir die drei Kisten? Die drei. Ah, da geht's nach unten. Hier unten sind drei Kisten. Okay. Okay. Ich möchte erstmal, ist vielleicht nicht die richtige Lösung, ich will erstmal so anfangen, ja? Und zwar machst du bitte die obere Wasserkiste einmal nach unten. Beide Wasserkisten einmal nach unten schieben. Die lösen nämlich unten die Feuerkisten auf. Jetzt geh nach unten, bitte. Ja. Ach so, die waren um eins falsch. Okay, dann jetzt schieb mal nach links, genau. Super. Jetzt kannst du nämlich die linke Kiste nach rechts schieben. Die unten links ist nach rechts schieben. Das ist der einfache Weg. Der ist in einem Cave-Spiel selten der richtige. Aber so. Werden wir herausfinden. Ich möchte erstmal nur... Einfach mal so testweise, ne? Einfach nur so testweise. So, okay. Das ist auch ein Logo, was wir mitmachen müssen. Bitte mal ganz kurz. Wenn hier irgendwas mit dem Logo ist, ist es auf jeden Fall gut für mich. Müssen wir nur noch. Ist das schon alles? Okay, pass mal auf. Jetzt schiebst du dir mal die Kiste, die ganz oben links in der Ecke ist. Ganz oben links in der Ecke ist, nach links. So, geh nach unten. So, jetzt schiebst du bitte, die unten links, die Kiste mit den grünen. Ja. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Und dann nach rechts. Jetzt schiebst du bitte die unterste Kiste nach links und nach oben. So. Und jetzt schiebst du bitte die linke untere Kiste nach oben. Also die hier schiebe ich nach oben? Ja. Dann die Kiste, die jetzt nach rechts und nach oben. Ja, okay, das war... Du hast es geschafft. Du kannst stolz auf dich sein, Steve. So. Abgeschlossen. Die Tür kann durch ein Rätsel geöffnet werden. Ja, wahrscheinlich ist rechts auf der linken Seite, wenn wir natürlich hier nochmal hin und her laufen müssen. Okay, logischerweise erstmal nochmal speichern. Jo. Das war jetzt war gut machbar. Das war, ja, also für dich auf jeden Fall. Ich hätte wahrscheinlich mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache an Zeit gebraucht. Ich meine, du hast es jetzt gerade recht souverän irgendwie in 1,5 Minuten gelöst, so ungefähr. Oh. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir von diesen Dingern hier Schaden nehmen. Ja, keine Ahnung, was war. So. Okay, aha. Was ist das Ziel? Dass man ein Rätsel löst, ist doch klar. Ah, nein. Okay. Ich denke mal, die Frage ist ja, sollen die alle leuchten? Oder was ist das hier? Warum haben wir jetzt hier, keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Warte mal. Bitte nicht groß zusammenschieben, bitte, die Dinger. Schieb bitte mal. Nee, warte. Das unten links. Das linke, genau. 2 Felder nach links. Jetzt 3 Felder nach links. Warum? Was soll man hier? Es gibt doch keinen Hinweis gerade, oder? Ich hätte auch gedacht, wenn wir auf diese Steine hier draufschieben, aber.
Gibt es irgendwo einen Hinweis im Spiel? Ja, wir mussten die da draufschieben. Wow. Ich hab's gerade gelöst. Oh Mann, ich hab da irgendwas. Das war ja echt komplett random schon wieder, oder? Ich hab das auch zuerst gar nicht so wirklich jetzt irgendwelche Schalter erkannt. Ich dachte nur, naja, es sind halt nochmal vier von diesen Bodentexturen im Raum. Guck mal hier zum Beispiel, es sind überall sind diese Dinge. Ja. Den habe ich auch gerade gar nicht wahrgenommen. Ja, ich wie gesagt zuerst auch nicht. Ich dachte mir einfach nur, ich probiere es einfach mal, weil so, was sollen wir sonst mit diesen Dingen machen? Ich dachte, dass es irgendwie ein Lichtbrechrätsel hier gibt oder so. Ich habe nach was Innovativen gesucht, aber okay, gut. Interpretiere nicht zu viel in den Kelvin hinein, Steve. Das lohnt sich nicht. Ja. Jetzt hier wohl das obere Bett, das kommt gleich ein dritter Bösewicht. Hier war bestimmt das Siegel, das Taran aus der Gruft geholt hat. Im Übrigen, müssen wir übrigens hier sein? Ich komme fast nicht, was müssten wir hier sein? Ist gut möglich, weil Taran ist ja der ehemalige Partner von Vitara. Ja. Aber mir ist im Übrigen mal aufgefallen, woher der Name Taran kommt. Der wird jetzt ziemlich oft verwendet. Ich meine, sowohl in die letzte Schlacht der Elfen, als auch im Reich des Himmelsdrachen, als auch in Eterna taucht immer wieder dieser Name Taran auf. Das ist doch echt komisch, oder? Kennst du Taran und der Zauberkessel? Ein Disney-Film? Irgendwie dämmert es gerade so ein bisschen. Du kannst ja mal fix googeln. Eiselementar. Yay. Eiselementar mit großen Brüsten natürlich. Ich seh's noch nicht. Achso. Jetzt warte ich drauf. Ich will dich nicht sehen. Nein, ich seh sie immer noch nicht. Dann sollte ich versuchen, schnell kurz einen Prozess mit dem Eiselementar zu machen. Jetzt sehe ich. Jetzt der Pixel. Fehler sorgt dafür, dass ich gerade keine Nippel sehen könnte, wenn welche da sind. Also ich denke schon, dass welche da sind. Also sieht aber ich sehe sie noch nicht. Aber ich sehe die Brustform, die ist gut. Es sieht wahrscheinlich für dich aus wie ein Fehler, aber ich denke, es soll ein Nippel sein. Also die grundsätzliche Brustform ist ganz gut, aber wenn man, glaube ich, bei ihr so ein bisschen Tüte über den Kopf machen müsste, ne? So, ist nicht das... Also auf jeden Fall willst du da nicht reingucken, ja? Der Steve immer mit seinen Ansprüchen. Naja gut, ich meine, bei den Augen... Das sollte vielleicht... Oh nein, das Elementar kann sich heilen. Ich meine, da willst du jetzt nicht unbedingt so reinschauen, ne? Immer noch besser als die Augen der Medusa, die einen direkt versteinern. Ich meine, das Eiselementar, das greift wenigstens nur mit irgendwelchen Zaubern an und das ändert unseren Status nicht. Das wirklich krasse ist, wir sind eine Minute im Kampf und gefühlt könnten wir irgendwie schon wieder MP-Sachen verwenden. Was soll das? Okay, ich kenn's. Alles klar, jetzt wo ich die Bilder sehe, okay, ich kenn's. Du kennst es oder du erkennst es? Ich erkenne es auf jeden Fall und außerdem glaube ich, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass es einen Andrei Taran gibt, der ein ukrainischer Bogenbiathlet ist. Und vielleicht... Verarsch dich nicht selbst, Steve. Bogenbiathlet lieben. Genau, diese ganzen Maker-Entwickler. Ja. Von diesen Bogenbiathleten habe ich noch nie was gehört, Mann. Oder nicht zu vergessen, die sehr bekannte Maricia Taran, das ist eine rumänisch-deutsche Ruderin. Ja, von der bestimmt schon extrem viele Maker-Spiel-Entwickler was gehört. Aber ja. dieser Disney-Film, der ist komplett unbekannt. Und nicht zu vergessen, Ionut Taran, der rumänische Rennrodler. Guck dir mal lieber den Disney-Film an, weil den hast du auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Ja, ich habe die Bilder gesehen sofort. Aber hier muss man sagen, dass wahrscheinlich Disney sich daran orientiert hat. Es gibt nämlich eine Gottheit, eine keltische Gottheit, die auch so heißt. Und es gibt den Helden einer Kinderbuchreihe von Lyot Alexander, die Chroniken von Prydain. Da gibt es ja mal auch einen Taran. Ich dachte schon, die Chroniken von Taran. Nein. Aber ja, das ist nicht für mich natürlich der Hintergrund. Und wahrscheinlich hat Disney vielleicht jetzt von der keltischen Gottheit. Also ich denke schon, dass der Disney-Film zumindest den meisten Entwicklern so unbewusst im Hinterkopf gewesen sein wird. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich kenne den Film hier auf jeden Fall auch. Ich habe den auf jeden Fall damals mal bei Super RTL gesehen. Und natürlich nichts vergessen oder gewisse andere Spiele mit Pferden. Ja, Spiele mit Pferden, die nichts mit den Christen zu tun haben, aber im Charakter namens Kainot existiert. Aber es ist nicht Christen. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade sprichst, aber kann sich nicht um die letzte Schlacht der Elfen handeln, das ist alles, was ich weiß. Ja, aber ein gewisses... Also in der letzten Schlacht der Elfen gab es einiges, aber keine Pferde, oder? Ich glaube, wir haben in keinem einzigen der 10 Teile jemals ein Pferd gesehen. Ein gewisses Einhornspiel. Ah, das legendäre Spiel. Oh. Ja. Aber das war ja nicht trashig, sondern offensichtlich gut, dass es
irgendwie dritter Platz im Projekt des Monats werden musste im Atelier. Ja, ich finde es schon fast schade, dass du das Spiel gespielt hast. Ich hätte das auch im Nachhinein ganz gerne nochmal gespielt, weil eben weil es so schön trashig war. Ich muss aber auch einen letzten Part zu diesem Spiel drehen. Seit ungefähr 2 Jahren. Ja, seit irgendwie x Jahren. Du musst auch mal unterwegs in Düsterburg weiter aufnehmen seit x Jahren schon wieder. Aber genau. Das ist jetzt, glaube ich, erst 1,5 Jahre her. Ne, 1 Jahr, glaube ich. Also ich meine, ich bin ja schon beeindruckt, dass wir es geschafft haben, Eterna weiter aufzunehmen. Das hätte ich ja auch nicht gedacht. Das Lustige ist ja, ich werde den nächsten, Leute, wenn ihr das irgendwann seht, ich werde den nächsten unterwegs in Düsterburg fahren. Ich will nämlich den Mist aufnehmen. Oh, ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich möchte ihn nennen, Es geht weiter. Und ich glaube, das ist einfach der dritte Part in Folge, der Es geht weiter heißt. Ich wollte gerade sagen, ja. Bei dir heißt wirklich fast jeder unterwegs in Düsterburg-Part, Es geht weiter. Ich meine, das ist halt aber auch was, wenn du überlegst, du hast so ein Projekt, nimmst halt irgendwie nur ein paar pro Quartal auf und dann kannst du immer sagen, es geht weiter, Leute. Ja, und das war irgendwie easy. Das einzig Nervige ist halt nur dieses ganze Zurücklaufen, aber ich habe wirklich absolut keinen Bock, dass man dann irgendwie später nochmal stirbt durch irgendeinen random Bullshit. Genau, richtig. Weil die Sache ist, die Kämpfe sind nicht schwer, aber die ziehen sich echt. Guck mal, überleg mal, wir haben für diesen optionalen Dungeon jetzt effektiv schon wieder 2 Parts gebraucht, ja. Wenn er denn optional ist. Ja, okay, gut, das mit Taran, das war jetzt gerade natürlich schon... Also wenn er nicht optional ist, dann kann ich auf jeden Fall nur hoffen, dass wir irgendwann nochmal geheilt werden. Guck mal, wie meisterhaft ich es schaffe, diesen Pfeilen zu entgehen. Ja, und dann davon genau. Ja, was soll ich dagegen auch schon machen? Also komm. Das ist halt einfach nur Bullshit. Schon wieder. Ja, super. Wow, was für ein geiles Gameplay. Ach, komm schon. Mir doch egal, wenn wir getroffen werden. Versperr uns nicht den Weg. So. Ah, gar nicht erst heilen, ist mir doch egal. Jetzt bin ich auch noch durchgekommen. Was soll das? Oh, wir können speichern. Das ist gut und das ist auch gleichzeitig schlecht, weil das bedeutet... Ja, wir haben kaum Schaden genommen, okay. Ah, okay, es ist ein, okay. Ein 4. Wächter. Ja. Das Problem ist halt, ich bin gerade 0 geheilt. Dann... Das Nervige ist erst die ZP fehlen. Hey, wir haben 2 Astral-Elixiere und... Nee, will ich jetzt nicht unbedingt zu dir raushauen. Wir müssen nochmal einkaufen gehen. Ja, dann gehen wir nochmal einkaufen. Weil, also gehen einmal schlafen und gehen dann noch gleichzeitig einkaufen. Ja. Also gleichzeitig werden wir es nicht machen, wir werden das schon irgendwie nacheinander machen. Es wäre schön, wenn wir das gleichzeitig machen könnten. Wir bestellen uns was bei Amazon und wenn wir legen uns ins Bett und wenn wir am nächsten Tag aufwachen, ist es dann einfach da. Richtig, genau. Mit unserem iPad, ja. Überleg mal, das Spiel ist älter als das iPad. Also mittlerweile, das Spiel ist... Das Spiel ist wahrscheinlich genauso alt wie der Game Boy Advance oder sowas. Oder wann kam der raus? Ja, ja. 2, 3 irgendwann, denke ich mal spätestens 4, aber ich meine der Dreher. Ich würde auch denken, so 2002, 2003. So. So ein Händler mit sinnvollen Sachen, wir wollen eigentlich vor allem Astral-Exiere kaufen, glaube ich. Ja, kosten 200, aber, na wohl. Also ich meine, die Kosten... Ja. Zauberpilz war schon besser, weil die Zauberpilz können wir besser aufteilen. Also kauf mal ruhig. Vielleicht 10 Zauberpilze und 8 von den anderen Dingern. Also ich kaufe auf jeden Fall für Lena und für Larisan kaufe ich die richtigen Sachen und für die anderen die kleinen. Also kauf mal. Weil genau. Ich kaufe 5 Zauberpilze, das reicht völlig aus und ich kaufe 10 Elixiere. So. Kauf ich noch weitere 5 Zauberpilze. Kann ich auch machen. Damit wir gegen den Wächter bestehen können. Weißt du was? Kauf noch 5. Nee, ich lass es jetzt erstmal sein. Das ist alles Käse. Ja. Es ist genauso wie in jedem anderen RPG-Maker-Spiel. Ab einem gewissen Zeitpunkt benutzt man einfach nur noch Mana und Zauber und kauft sich diese ganzen Heilgegenstände nicht mehr, weil es einfach sinnvoll ist, einen Cleric im Team zu haben, der heilt. Richtig. Es ist eigentlich schon fast ein bisschen schade, aber... Ja. Versuch jetzt mal möglichst so wenig Schaden, wie es geht, anzukommen. Ja, wirklich. Ich werde es versuchen, aber versprechen kann ich es nicht, Steve. Ich weiß, weil das fehlt einfach Skill. Ja, der Pfeil ist gerade durch uns durchgeflogen. Was soll ich dagegen machen, Mann? Wirklich? Das Lustige ist, wenn es irgendwann mal Leute gibt oder so, die best auch von unseren Videos machen, ja, muss diese Szene einfach drin sein. Wenn du einfach nicht in der Lage bist, da durchzulaufen. Und du sagst, was soll ich machen? Du wärst auch nicht in der Lage, da durchzulaufen, Mann.
Super, weil hast du gesagt, da durchzukommen. Ja, ich hab einen Hit kassiert jetzt. Der hat dich vielleicht auf 1 HP runtergebracht für 2 Jahre. Auf 1 HP? Schade. Naja, hat uns. Ich hätte aber geil gefunden. Ja, genau das ist einfach das Schlimmste jetzt gewesen. Einfach Attack 1 HP. So, hier, keine Ahnung, was man hier machen soll. Ich lauf einfach durch. Aha. Der vierte, der Wächter, bla bla bla. Oh. Luftelement, das ist kein Luftelementar. Ich seh's noch nicht, sieht nach. Es sieht nach einer Sonne und nach Blitzen aus, aber es ist kein Luftelementar. Ja. Ja, Luftgegner ist übrigens Eisstrahl sehr effektiv, also versuch mal mit Eis anzugreifen. Versuch mal Eiskristall. Das Problem ist auch nur. Ja, okay, 230 aus, ist in Ordnung. Okay, Strategie wurde gefunden. Alle hauen drauf. Gut. Lena heilt ab und zu mal. Ja, und ja. Ich hoffe einfach, dass der Kampf nicht zu lange, sich nicht zu lange hinzieht. Mehr als 9.990 HP kann er nicht haben. Das sagst du jedes Mal. Das Schlimme ist, dass ich glaube, dass die auch einfach alle 9.999 HP haben. Ja. Du meinst over 9.000? Ja. Fast schon 10.000, Mann. Ich finde, das ist halt auch so ein cooler Meme geworden, dieses over 9.000, ja. Im Original eigentlich nur über 8000, aber hey. Ja, genau. Ey, der Arsch hat uns gerade unsere Magiepunkte geklaut. Was ist denn das für ein Arsch? Okay, also heilen wir keine ZP. Oh. Ich habe keinen Bock gegen Magie MP gegen zu heilen. Boah, wirklich. Ach, wir haben dem schon so viel Schaden gemacht. Triad war das ja tatsächlich ganz hilfreich. Guck mal, der macht auch nur irgendwie noch 35 Schaden, so wie es aussieht, also Wayne. Wenn die Gegner normal angreifen, ich meine letztlich, das sind eigentlich alles Pissgegner. Deswegen, die Kämpfe hier dauern einfach nur lange, weil die einfach alle 9.999 Trefferpunkte haben. Ja. Ich bin mir sicher, wenn wir Maker nachschauen würden, haben sie genau diese Anzahl. Ach, ja. Danke, Klaus. Also, nimmt MP weg, also heilen wir nicht MP. Naja, ist... nee, das ist Käse, genau. Wozu haben wir jetzt gerade die ganzen Gegenstände geholt? Hey, Jungs, nein, kaufen vor dem Kampf. Weißt du, der Gegner möchte einfach, dass der Fahrt länger als 20 Minuten geht. Das Schlimme ist, es könnte sogar passieren. Ja, ich bin mir echt nicht sicher, wie viel länger dieser Dungeon hier am Ende noch ist. Und ob das jetzt wirklich alles optional gemacht war. Und ob wir das Ei der 1000 Wunder überhaupt hier drin finden. Es wäre schon eigentlich ziemlich dämlich, wenn wir das Ei der 1000 Wunder hier drin nicht finden würden. Ja. Ich habe eher Angst, dass der Raum davor ging irgendwie zu gut. Ja, wenn wir zurückgehen wollen, dass da irgendwie ein Bug ist und man deswegen beim Zurückgehen irgendwie nicht durchkommt oder so. Da habe ich notfalls eine STRG-Taste, die uns weiterhelfen kann. Nein, das wäre Cheaten. Das wäre Cheaten, wenn das Spiel ansonsten nicht durchspielbar wäre. Ja, vielleicht. Ich denke, dass wir erst ein Rätsel machen müssen, deswegen. Wir cheaten nicht. Ey, wenn wir Stucks sind, dann können wir kein Rätsel machen, Mann. Was ist... Ja, wenn wir Stucks sind, müssen wir einmal mitten dran krepieren, um uns zu ärgern, wie dumm das gelöst ist. Ja. Weil nur wenn der Vorschlag groß genug ist, ja... kann der Rand auch groß genug werden. Oh, der kann uns natürlich leben, der Schuft. Und wir wollen natürlich nicht wie eine gewisse andere Gruppierung von Leuten so denken, der erste Gegner, wenn Enterklappen wird nicht besiegt, okay, ich muss mich auf Level 99 cheaten. Du meinst irgendwelche gesmikten Sachen? Ja. der Super-Mike-Page. Jo, deine Charaktere haben Max-Stats. Ja, aber eigentlich, die Gamebreaker wurden nicht rausgepatcht. Erstmal speichern gehen. Ich hoffe, es geht. Wie zum Teufel funktioniert dieser Raum? Kannst du mir erklären, dann wie dieser... Dann würde ich sagen, wir schauen uns an, was da oben ist im nächsten Part. Nee, ich will das jetzt noch herausfinden. Okay. Ich glaube, so viel mehr kann das nicht mehr sein. Ich hoffe, dass jetzt richtig Dialog kommt. Endlich. Wir haben es geschafft. Wir haben hier was gesucht. Fragment 3 erhalten. Waren wir wegen der Story hier? Also... Okay, Leute, die Sache ist, ich habe noch nicht alle Parts von Eterna durchbearbeitet. Deswegen kann ich jetzt erstmal... Wow. Das war... Wie, Jungs, gehst du nochmal in den Raum bitte rein? Wir haben halt gespeichert. Toll, Kevin. Wirklich toll. Okay. Hä? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber... Das heißt, es ist ein Gamebreaker, wenn du zu lange im Raum bist, ja? Guck mal, er wickst sich jedes Mal weiter. Siehst du? Nehmen wir mal an, du hättest es nicht geschafft von Anfang an, hier weit genug zu kommen, ja? Ich meine, guck mal, jedes Mal... Genau, jetzt an der Stelle bist du tot, genau. Ich muss auch sagen, haben wir den Overscreen jemals in dem Spiel gesehen? Nein. Der kommt mir gerade so extrem unbekannt vor. Nein. Mit diesen kaputten Ringen, die da unten liegen.
Aber na gut, das Letzte, was ich jetzt noch tatsächlich machen möchte, ist, den Dungeon wieder zu verlassen. Einfach. Meinst du bis zum... Du meinst auch ein bisschen Schaden kassieren? Na, jetzt können wir ja nicht mehr Game Over gehen, das war jetzt nur an der einen Stelle. Ja. Aber der Kelvin mit seinen Todesfeinden, ja, das ist... Aha! Wir wurden nur von den Felsen platt gerollt, ansonsten geht's uns gut, ansonsten ist alles in Ordnung. Oh Mann. Jetzt wurde ich tatsächlich mal nicht getroffen. Na gut, also das Ei der tausend Wunder werden wir dann wahrscheinlich doch erst später irgendwo bekommen. Also merkt euch auf jeden Fall, dass wir in diesen Dungeon hier irgendwann später im Spiel nochmal reingehen werden müssen. Ja. Ich glaube, ansonsten sind wir hier mit dir eigentlich durch, oder? Oh, okay, nochmal speichern. Na gut, und alles klar. Part weiter. Genau, beim nächsten Part finden wir hoffentlich den Plot. Und dann würden wir uns bis dahin auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis dahin. Tschüss.